Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir gehen in den wahrscheinlich letzten Part und starten mit Superstar Boulevard 5 Unvernunft im Sumpf. Ich weiß nicht so ganz, was mich hier erwarten soll, aber doch. Doch, das spricht mich an. Ich finde diesen Artstyle nice. Ich finde dieses Gift nice, weil das so dieses Dschungel-Feeling hat. Und ich finde auch diese etwas offeneren Spooky-Level gut. Also, ich mag es zum Beispiel jetzt nicht so, wenn man da irgendwie die ganze Zeit in so einem Geisterhaus rumkrauchen muss. Da gefallen mir diese offeneren Level schon deutlich besser. Ist da nichts? Okay. Ah, okay, da ist eine Starcoin. Aber ist das auch die erste? Jawohl, ist die erste. Ja, kurz warten. Und weiter. Okay. Waren da jetzt nur ein paar Münzen? Ja, anscheinend. Da ist nämlich direkt die nächste Starcoin. Und es ist die zweite. Ja, anscheinend überprüfe ich hier viel zu viele Sachen. Das könnte eine Ranke sein, aber ich werde jetzt einfach stampfen und es ist zum Glück ein One-Up. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass es hier unten reingeht. Das sah direkt komisch aus. Oh! Okay, ich hab's gerade noch so geschnallt. Fast wäre ich einfach oben stehen geblieben. Und hier muss man auch oben drauf. Damit man die Röhre benutzen kann. Alles klar. Ja, dann sind wir ja ganz gut durchgekommen. An den Level kann ich mich tatsächlich auch gar nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich wird mir das bei allen Leveln im Superstar Boulevard so ergehen. Da, und wir haben sogar eine Schnapszahl. Cool. Außer halt jetzt der P-Switch-Run. Da konnte ich mich noch echt gut dran erinnern. Aber sonst der Rest. Kein Plan. Na gut, wir haben jetzt eine Eichel wieder bekommen. Die wir allerdings nicht brauchen, wie wir sehen. Unser Inventar ist prall gefüllt. Danke, aber brauche ich nicht. Dann geht's weiter. Superstar Boulevard Nummer 6. Brennende Klippen. Moment mal, ist er schon? Der Level. Obwohl. Nein. Nee, nee. Das ist nicht der kranke Level. Ja, okay. Der, an den ich gerade denken musste, das ist der aus New Super Luigi U. Ich glaube, den gibt es hier tatsächlich nicht. Ist wieder nur so ein hässlicher One-Up. Also, was soll der Scheiß?
Okay, da geht's rein, das sieht man. Ganz eindeutig. Und ich hoffe, es ist die zweite Starcoin. Ich wollte gerade letzte Starcoin sagen, aber nein. Logischerweise hoffe ich, das ist die zweite Starcoin. Was ist hier drin? Eine Blume. Ja, okay. Und zurück geht's um einiges einfacher. Hier können wir jetzt einfach raushoppen. Das ist ganz cool gelöst. Dass man da nicht wieder den risky Weg gehen muss, sondern dass man da halt eine entspannte Option hat, da rauszukommen. Ja, Feuerblume. Wir haben es hier warm genug. Brauchen wir nicht. Scheißdreck. Der erste Gegentreffer. Und direkt der zweite hinterher, weil es so schön war. Naja, was soll's. Jetzt wird's zumindest nochmal spannend. Ja, aber das wusste ich direkt, dass es eine dumme Idee war, da herzufliegen. Das habe ich direkt gesehen. Naja, was soll's. Holen wir uns halt hier einen Pilz ab. Und machen ganz schnell die Starcoins nach. Da wissen wir, was dann im One-Up drin ist. Geh verrecken. So. Scheiß One-Ups, ey. Nein. So weit nach links. Na, egal. Wir kriegen hier immerhin eine neue Feuerblume, also. Von daher soll es mir egal sein. Ja, nochmal nach unten und dann haben wir es auch safe. Oh, ich Idiot! Ach, so ein Bullshit. Naja, was auch immer. Wir haben beide Starcoins. Weiter geht's. Dann mal schauen, wo die dritte ist. Ja, stimmt. Hier kriegt man sowieso eine neue Feuerblume. Finde ich ein bisschen unnötig, weil das nimmt echt sehr stark die Schwierigkeit raus. Also ein bisschen uncool. Ja gut, ich mich jetzt hier wieder treffen lassen, aber dann wäre es halt nochmal spannend geworden. Wäre halt auch nicht das Allerschlimmste gewesen. Und da ist die letzte Starcoin. Nice. Ab ins Ziel, Leute! Ab ins Ziel! Dann haben wir auch schon das letzte, ja. Das sechste Level des Superstar Boulevards geschafft. Und die sind unterschiedlich lang. Da muss man drauf achten, wenn man hierher läuft. Aber wir schaffen das alles. Ganz gechillt. Was ist hier noch? Sieht aus, als würde es da noch ein Secret geben. Aber ich meine, wir haben alle drei Starcoins. Was kann da noch großartig sein? Ah, Bullshit. Ja, okay. Wen juckt's? Wir haben alle drei Starcoins, alles gut.
Na gut, dann auf zu Level 7. Superstar Boulevard Level 7. Lakitu, Lakitu, Lakitu. Anscheinend geht's hier um Lakitus, nehme ich mal an. Nicht die allerbesten Zeitgenossen, aber... auf jeden Fall immer für ein Challenge-Level zu haben, die Leute. Ja gut, die erste Starcoin haben wir auf jeden Fall schon mal. Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwo eine richtig asoziale Starcoin in Wolken geben wird? Wahrscheinlich, weil das auch genau der Fall ist, ne? Ja, hier geht's auf jeden Fall lang. Okay. Okay, wir haben den nächsten Lakitu. Alles gut. Und schon wieder einen nächsten Lakitu. Zwei Starcoins haben wir. Dann schauen wir uns mal an, wo die dritte Starcoin ist. Ja, komm, wir jumpen hier immer gemütlich von Wolke zu Wolke. Dann kann uns der Level gar nichts anhaben. Ja, kriegen wir hin. Und da unten ist die letzte Starcoin. Ich weiß jetzt nicht, warum die Blöcke da waren. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da irgendwie eine Ranke oder so drin gewesen sein wird. Weil, warum auch? Warum sollte es hier einen Secret Exit geben? Dann... Superstar Boulevard 8, Mysterium der Morgensteinfestung. Und ich glaube, jetzt wird es noch ein letztes Mal so richtig knackig. Aber ich meine, wir haben noch gut Zeit auf der Uhr. Selbst wenn es hier ein paar Fails geben sollte, kriegen wir gut hin. Oh, und das habe ich tatsächlich ganz gut gemacht, obwohl das, denke mal, nicht so gemacht werden sollte. Oh, da wäre ich fast in den Abgrund runtergefallen. Alles klar, okay, die Starcoin ist ein bisschen assi. Aber kriegt man hin. Wenn man es ein bisschen timet, dann ist das machbar. Ja, hau ab. Ah. Dachte ich mir nämlich schon. Was ist denn hier los? Und wie soll man... die Starcoin bekommen? Ist da ein Stern drin? Oder muss man da einfach einen Perfect-Time-Jump machen? Da ist ein Stern drin, ne? Ja, da ist ein Stern. Alles klar. Und ich krieg's erstmal fast nicht hin, das Ding einzusammeln. Naja, wir haben's. Alles gut. Ja, komm.
Wir warten hier vernünftig. Wir gehen hier kein Risiko mehr ein. Dann dürften wir den Level auch gleich geschafft haben. Ich weiß, ist wahrscheinlich langweilig, weil ihr wollt Fails sehen. Klar, kann ich auch verstehen. Aber mir gefällt das so, wenn ich auch mal was hinbekomme. Ja, okay. Die beiden Gegentreffer sind jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn es bei denen bleiben sollte. Ich weiß nicht, können wir ihn mehrmals benutzen, den Schalter? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann würde ich erst warten, bis er rüberschwingt. Obwohl. Wenn er sich zu uns schwingt, wahrscheinlich. Ja, okay, wir können ihn mehrmals benutzen. Ja, ich glaube, wenn er sich wegschwingt, aktivieren. Dann hier unten verstecken. Scheiße. Ja, ich hätte da oben, von da oben direkt nach rechts rüberspringen müssen. Ich war da zu langsam leider. Ah, so ein Bullshit. Das hätte ich halt first tryen können. Vor allem der erste Versuch war so schön. Ich habe halt alles richtig schön safe gespielt. Und mir da bei der ersten Starcoin schön Zeit gelassen. Aber was soll's. Hat man halt wieder ein Fail dabei. Alles gut. Da ist keine Eisblume drin. Hey, komm schon. Ach. So, jetzt aber. Alles klar, okay. Und hier oben ist wieder Secret. Nehmen wir logischerweise wieder mit. Müssen wir ja. Weil da eben die Starcoin ist. Ah, okay. Ich wollte mal versuchen, die ohne den Stern zu holen. Aber hat nicht so ganz geklappt. Mal schauen, was hier so ist. Ah ja, hier muss man wieder kurz warten. Und dann dürften wir gleich auch wieder bei der letzten Starcoin sein. RIP. Okay. Ich habe es zumindest bis hierhin geschafft. Ich werde jetzt nochmal warten. Toad, was machst du? Boah, wäre ich jetzt salty gewesen, wenn ich deswegen gestorben wäre. Na, was mache ich? Ich wollte mich besser platzieren. Auf diese Erhöhung. Ihr wisst schon. Ach, Mann. Gut. Jetzt müssen wir es aber schaffen. Das Bild ist gerade irgendwie ein bisschen komisch bei mir. Okay, jetzt.
Keine Ahnung, was da schon los war, aber so ein bisschen komisch mit dem Programm. Manchmal hat das so seine Eigenheiten, wenn man das zum direkten Zocken benutzt. Hier wieder warten. Ja. Hier muss man echt viel rumwarten. Das finde ich ein bisschen unschön und das war mehr als nur knapp. Okay, entspannt. Die erste Starcoin läuft auch mittlerweile. Okay, nein. Das machen wir nochmal. Das war genauso. Ja. Und wenn ich mich hier jetzt gut anstelle, dann können wir uns gleich sogar nochmal eine Eisblume holen. Nein, aber ich stelle mich natürlich nicht gut an. Ist klar. Ah, und da bin ich schon wieder schlecht gesprungen. Naja, was soll's. Ich denke, wir können auch so wieder bis zum Power-Up durchboosten, oder? Jawohl. Der Level schlägt echt auf den Nerven, auch wenn er nicht wirklich so aussieht. Okay, da muss ich nochmal kurz... nochmal kurz warten. Nein, was mache ich? Ich wollte da halt springen. Ich wollte da springen und nicht diesen komischen Luftwirbler machen. Ja, ich merke so langsam, wie ich ungeduldig werde. Weil ich diesen Level gern hinter mich bringen würde. Weil ich möchte hier halt jetzt nicht schon wieder 5000 Mal dasselbe machen. Ich denke mal, aber auch verständlich. So, jetzt aber. Na, wir können jetzt aber immer noch nicht durch. In diesen beschissenen Käfer. So, jetzt aber. Jetzt können wir durch. Wir müssen zum tausendsten Mal diesen Raum hier machen. Und jetzt hoffentlich ohne Damage. Jawohl, sieht gut aus. War aber knapp. Okay. Können wir wieder durchboosten? Ich hoffe mal. Ja, okay. Gehen tut's schon. Wir kriegen das Vieh aber nicht weg. Das... ist allerdings auch echt egal. Weil wir hier einfach warten können. Und dann können wir das Ding direkt wegböllern.
Alles klar. Okay. Wir haben jetzt ein Power-Up. Und jetzt dürfte dem Ziel eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Nur noch meine Dummheit. Nur noch meine Dummheit. Und so ist es auch. Ah, lass dich doch einmal treffen oder so. Ich muss dieses Vieh da echt wegmachen. In der Mitte. Ey, komm schon. Ich will nicht hier die ganze Zeit drin festhängen. Der Level ist eigentlich gar nicht so schwer. Nur ich stelle mich halt die ganze Zeit dumm an, weil ich ungeduldig bzw. nervös werde. Und dann fail ich rum und ich verliere das Power-Up. Ja, ich will einfach nur noch durch. Ich will einfach nur noch durch. Komm, last try. Bitte. Und hoffentlich ohne diesen beschissenen Wirbler. Da auf diesen Donutblöcken. Ja, keine Ahnung. Da bin ich gerade rausgekommen. Wollte ich jetzt schon wieder durch. Ja, aber ich denke, wir brauchen einfach das Power-Up. Das ist halt das Ding. Ich möchte mir halt jetzt auch nicht einfach ein Power-Up aus dem Inventar ziehen. Das ist lame. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Okay, ja. Ja, kriegen wir hin. Okay. Alles klar. Wir haben gleich wieder das Power-Up. Und dann boosten wir durch. Bisschen besser platzieren. Nichts überhasten jetzt. Ich möchte echt nur noch raus hier. Und das war schon wieder so knapp, obwohl ich mich besser platziert habe. Holy shit. Und wir kriegen sogar das Viech da weg mit dem Stern. Das ist gut. Ich lasse ihn lieber in meine Richtung kommen. Das ist so die Methode, die sich jetzt mittlerweile am besten bewährt hat. Boah, bin ich angespannt.
Ich habe keinen Bock, diese Scheiße hier nochmal zu machen. Moment, da können wir eigentlich mal kurz diesen hier machen. Okay, und dann haben wir auch Zeit genug, um uns die ganze Sache überhaupt mal anzuschauen. Wir sind mit großem Power-Up durchgekommen. Das muss es jetzt sein. Das muss es jetzt sein. Ich lasse mich zur Not am Ende nochmal treffen. Mir egal. Muss ich aber nicht. Wir haben's. Fall jetzt hier nicht runter. Geh einfach ins Ziel. Mir egal. Ich will das hier vorbei haben. Puh. War das schon wieder krank. Und es gibt natürlich noch ein Bonuslevel. Der letzte Level steht dir jetzt zur Verfügung. Dir wurde der vierte Stern verliehen. Ja gut, dann mal auf. Zum Superstar Boulevard 9, den Panzer im Visier. Müssen wir auftauen lassen, ne? Obwohl. Hätten wir wahrscheinlich nicht gemusst, aber. Ich meine, darum geht's hier in dem Level. Darum dreht sich der ganze Level. Also machen wir hier das nach Plan. Mein. Wäre auch ein bisschen. Ja, toll. Aber ist wahrscheinlich auch besser so. Wäre auch ein bisschen lame, wenn wir das hier anders machen würden. Okay. Der andere Quatsch wird ausgelassen, oder was? Na gut. Ja, auf jeden Fall ein schöner Level. Ja, muss ich mich jetzt hier umbringen oder was? Ja. Anscheinend, man hätte den P-Switch aktivieren sollen. Na, kann man nicht wissen. Finde ich auch echt schwach an der Stelle. Da hätten vielleicht Münzen anzeigen müssen. Dann wäre es okay gewesen, aber einfach so da random einen P-Switch einzubauen, finde ich nicht in Ordnung. Vor allem, weil das hier auch eher so als, ja, Chill-Level zu erkennen ist. Und da dann noch so einen Hampelmann zu machen, uncool Nintendo. Was soll das? So, gib mir das Ding mal her. Wir überspringen jetzt diesen Quatsch hier.
ernsthaft? Ist das gerade euer Ernst? Man muss hier einen zweiten Panzer mitnehmen, oder wie? Ey Leute, was zum Teufel? Okay, ja, dann los. Jetzt kriegen wir die Scheiße aber hoffentlich hin. Wie muss man das denn machen? Ey, Mann, was ist das? Was ist das für eine Qual hier schon wieder? Bin ich zu blöd dafür oder was? Ohne Worte. Ich bin ohne Worte. Und hier habe ich es mir jetzt selber verkackt, ne? Scheiße! Den muss man dann wahrscheinlich wieder abstoppen oder so. Oder dann einmal schneller sein als der Panzer. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist leider nur ein One-Up drin. Ich dachte, da wäre wenigstens noch ein Power-Up. Okay. Ich habe den jetzt extra spät genommen, damit ich hier vernünftig Zeit habe. Okay. Ja, nee, Moment mal. Ich warte jetzt, bis der Gumba hier durchlatscht. So. Da noch blöd vom Gumba besiegt zu werden, habe ich jetzt eher weniger Bock. Danke, aber muss nicht sein. Und das war hier echt eine verdammte Qual. Schade.
Ich dachte, das wird nochmal ein chilliger Level zum Abschluss, aber mal. Puh, keine Ahnung, was das schon wieder war. Ja, du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, gut. Anscheinend war es dann doch noch nicht der letzte Part. Sondern beim nächsten Mal wird sich dann angeschaut, wie wir noch den 5. Stern bekommen. Und dann gucken wir uns auch ganz gemütlich nochmal unsere Stats an. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich seid ihr dann auch beim nächsten Mal im letzten Part wieder dabei.